Was geht ab? Wir haben Dienstag, 11., 12. oder 13. Oktober oder 14. sogar, ich weiß gar nicht. Und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 2037 Abonnenten. Wir haben sehr viele Abonnenten verloren. Wunderbar, ja, so ist gut. Und Klicks, halbe Million und 8.000, 9.000 vielleicht sowas, ja. Gib mal Ruhe da hinten, der ist, nimmt das ganze Auto auseinander, ja. So, Eintracht Frankfurt, ja. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist Länderspielpause war jetzt gewesen, es braucht kein Mensch. Diese Länderspielpause braucht kein Mensch, es nervt einfach nur. Ganz ehrlich, wer freut sich denn hier? Ich will das mal gerne wissen, wer hier das hier guckt und sich darüber freut, dass... Was? Nations League? Was ist das überhaupt? Wozu? Wirklich, wozu? So eine Sinnlosigkeit. Erklär mir das mal einer, was das für ein Schwachsinn ist überhaupt, ja? Und dann auch diese Freundschaftsspiele und das ganze Prozedere braucht doch eh kein Mensch, ja? Ach, um Gottes Willen, ja. Nimmt schön den Bundesliga-Rhythmus raus und was passiert? Was passiert dann? Verletzungsgefahr, Risiko. Für jeden Spieler, der Vollgas geben möchte, Risikogefahr, verdammte Scheiße, ja? Braucht kein Mensch diese Scheiße. Kennt ihr das, wenn man so Brot ist mit Körner? Das ist so ein Schwachsinn, ja? Und endlich wieder Bundesliga. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in ein paar Tagen wieder Bundesliga haben, ja? Aber was ist passiert? Ja, Eintracht's Nationalspieler waren natürlich auch unterwegs. Und bing, bung, bang, ja? Ragnar Ache verletzt, ja, hat da sich irgendwas mit einer Sehne, Oberschenkel, hinten irgendwas zugezogen, fällt jetzt ein paar Wochen aus. Ja, man sagt, es ist nicht so schlimm, 2, 3, 4 Wochen, wie auch immer, aber es ist egal, ja, 2, 3, 4 Wochen sind 2, 3, 4 Wochen, ja, und jetzt, es ist Nations Scheiß League, Euro Freundschaftsspiele da, national braucht kein Mensch, ja, so, verletzt, so, bam. Eintracht Frankfurt sowieso gerade sehr dünn besetzt vorne drin. Er ist jetzt nicht die Stammpersonale, die da sofort reingeworfen wird und die auch immer spielt, ja. Aber das ist eine starke Alternative mit gewissen Vorzügen, gewissen Fähigkeiten, die den anderen beiden Stürmern fehlt. Und kann man taktisch klug einsetzen bei den entsprechenden Gegnern und dann kann Ragnache seine Stärken da wunderbar ausspielen und sich da einbringen, gewinnbringend für die Eintracht, ja, boom, fällt jetzt verletzt aus, ja, und haben jetzt vorne, da wir immer mit zwei Stürmern spielen, unter Adiuta, wir haben mit zwei Stürmern nur noch im Kader, Wakanda ist jetzt noch keine, ich sag mal, ernstzunehmende Alternative. Ich habe auch gesagt vor ein paar Videos, ja, gut, jetzt ist es halt so, die Personalpolitik ist fertig, Transferphase ist zu Ende. Jetzt müssen wir erstmal damit klarkommen, die paar Wochen und Monate bis zur Winterpause. Ja? Schön und gut, das ist okay, ich stehe immer noch dazu. Klar, wenn jetzt ist einer von drei Stürmern ausgefallen, ja? Die zwei Stammstürmer sind noch da. Jetzt haben wir die Stürmer Dost und Silva, die vorne spielen. Dann, du möchtest gegen Köln. Ich weiß es nicht. Solltest du in den ersten 40 Minuten 2-0 machen, führen und das Ding dann über die Runden schaukeln, kannst du dann irgendwann in der zweiten Halbzeit einen Stürmer rausnehmen, kannst du schön so Mittelfeld, ein Korn, Ilsanka, diese ganzen Mauerspieler reinstellen, die einfach zumachen und das Ding dann nach Hause schaukeln. Gut, dann super. Ja? Sollte das der Spielverlauf, das irgendwie sich so entwickeln, dass du ja durch eine dumme Situation hinten liegst, 1-0, 2-0, alles schon passiert, ja, da musst du reagieren, da musst du auch mal was nachlegen, da musst du für Offensive sorgen, ja, ist ein Stürmer jetzt natürlich nicht mehr da, gut, ist nicht das Ende aller Tage, ja, kannst natürlich auch mit offensiven Mittelfeldpersonal da irgendwie für mehr Offensivaktionen sorgen, ja, das wäre dann zum Beispiel, wir werden mit Kamada starten, sagen wir es mal so, Kostic ist ja auch noch verletzt, ja, wird wahrscheinlich Zuba spielen, Touré hat das ja super gemacht, die letzten Spiele, es spricht eigentlich nichts dafür, ihn irgendwie jetzt gerade aktuell rauszunehmen, ja, so, und dann hast du auf der Bank, wirst du dann noch haben,
einen Barkok, den du bringen kannst, ja, einen Rustic, den musst du noch an die Liga heranführen, ich denke nicht, dass er die erste Alternative sein wird, ja, und einen Yunus, der eigentlich Stamm spielen sollte und auch wird über kurz oder lang, ja, aber da frage ich mich jetzt auch, normalerweise müsstest du ihn jetzt bringen auch, ja, also natürlich, dir fehlt ein Stürmer, er ist offensiv, er ist sogar da vorne rechts außen irgendwo, also schon, das ist schon so seine Heimat, ja, und da frage ich mich, was lese ich denn da die ganze Zeit, ja, Armin Yunus ist nicht fit, muss noch schön ranklotzen im Training und nachholen und nachholen und nachholen, damit er auf den Stand der Mannschaft kommt und körperlich zulegen und hin und her und blablablub, ja, da frage ich mich, jetzt nichts gegen Armin Yunus, um Gottes Willen, ich freue mich, dass er hier ist, ja, so, aber da frage ich mich doch manchmal, wie kann das denn sein, wie geht es denn, ja, also ich meine, über Dost haben wir das selber gehört letztes Jahr, ja, er kam, und gut, bei Dost war die Sache, er war körperlich nicht super, super hundertprozentig fit, ja, aber er hatte auch so eine nervende Verletzung da, die ihn immer da irgendwie zurückgeworfen hat und er war nie, das wäre, okay, sagen wir, das ist der Grund, warum er nicht hundertprozentig körperlich auf dem Stand der Mannschaft war, ja, so, okay, aber ein Armin Yunus, ja, er ist jetzt gekommen, wir haben schon 2 Spieltage gespielt, gefühlt, und dann ist er gekommen, wurde er fest verpflichtet, ja, er ist nicht verletzt gewesen in letzter Zeit, meiner Meinung nach, also meines Wissens, oder, liege ich falsch, ja, ist nicht verletzt gewesen, war Spieler von Neapel, Italien ist doch auch jetzt komplett in der Saison drin, hat gestartet, alles drum und dran, das heißt, die haben ja auch irgendwie eine Vorbereitung absolviert, er ist Teil der Mannschaft gewesen, das heißt, er muss diese Vorbereitung auch absolviert haben, ja. Gut, er ist nicht gerade da Stammkraft gewesen die letzte Zeit, ja. Da kann man sagen, gut, ihm fehlt die Wettkampfpraxis, ja. Dieses, die hundertprozentige, sag mal, Spritzigkeit oder dieses einfach, dieses Wettkampfgefühl, das verstehe ich. Er hat lange keine richtigen Einsätze, Pflichtspiele gemacht, doch das kann ich nachvollziehen. Das ist da, du bist nicht im Rhythmus drin, sagen wir es so, ja, du bist da nicht im Rhythmus drin. Vollkommen klar, logisch. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass da irgendwie von, da kann auch nicht von körperlichen Defiziten gesprochen werden und Nachholbedarf in Kondition und Fitness und sowas. Er hat doch die Vorbereitung mitgemacht. Oder was trainiert man da? Liegt man da am Strand, isst Pizza und schlürft Cocktails? Oder was ist das Training da? Er wird doch auch trainiert, oder wie wird das? Also, ist doch Profisport. Ist doch Profisport, mit wo es um so viel Geld geht, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist schon ernst zu nehmen alles, ja? Der muss doch, das Training muss doch genauso gut sein wie hier. Oder was ist denn... Ich kann es nicht verstehen, dass man sagt, der ist nicht auf dem Stand der Dinge. Der muss nachlegen. Der ist körperlich nicht fit. Kann mir das mal einer erklären? Wie geht es, körperlich nicht fit zu sein? Wenn du in einer der 5 besten Ligen der Welt, bei einem Top-Club sogar, bist und da die Vorbereitung mitmachst und also normalerweise muss er doch im Saft stehen. Wettkampfpraxis kann ich verstehen, ja? Klar, logisch, aber fit muss er doch sein, dass du den reinbringen kannst und dann müssen 90 Minuten rennen können, spielen können. Ich verstehe es nicht, ja? Also kann mir das mal einer erklären? Komisch, ja? Und jetzt ist es natürlich, verletzt. 2, 3, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt auf ihn verzichten müssen, aber werden wir wohl auf ihn verzichten müssen. Und jetzt, wir fangen mit 2 Stürmern an. Und wen willst du dann bringen? Also klar, du kannst Kamada nach vorne ziehen und ein Barkok dann noch da. Du hast noch die ein oder andere Möglichkeit, taktisch umzustellen, wenn du es brauchst, ja. Aber Stürmer, das sind alles keine Stürmer, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Normalerweise, wenn Dost jetzt nicht so in Topform wäre, ja, das ist natürlich so eine Art Stürmer, den müsstest du als erste Alternative bringen, ja, wenn es nicht läuft, spielerisch oder sowas, und du brauchst unbedingt irgendwie so einen Lucky Punch, Moment, ja, das ist so ein Ding, dann fütterst du einfach nur mit Flanken, alle Bälle reinschlagen und hast so einen Dost drin, der dann die Bälle irgendwie verwerten kann, ablegen kann oder selber einen Köpfer reinmacht, ja, so, aber natürlich ist Dost gerade in überragender Form und das ist nicht wegzudenken gerade aktuell aus der Mannschaft. Übrigens, habt ihr gehört, er hat gesagt, er hatte Angebot aus Tottenham, irgendwie bestätigt auch, und hat gesagt, nö, will nicht zu Tottenham, ich will Fußball spielen und nicht auf der Bank sitzen und ich bin noch lange nicht fertig bei Eintracht Frankfurt und so werde ich mich hier nicht verabschieden mit so einer Scheiß-Saison, ja. Wunderbar. Einstellung, also besser geht's nicht, ja. So, à la bonheur, Herr Dost, ja. Und
Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann man sich dann schon... Jetzt ist die Situation okay, kritisch. Ein Stürmer verletzt, zwei Gesunde, mit denen wir auch spielen, und offensiv, Mittelfeld kannst du nachlegen, ja. Aber wir wollen hier nicht den Teufel an die Wand mal noch dreimal auf Holz klopfen, ja, aber was ist wenn? Ihr könnt denn euch diesen Satz weiter selber ausdenken, ausmalen, was ist wenn, was weiteres, ja, so. Und dann, dann ist kritisch, ja. Vielleicht kann man es dann so sehen nach dem Motto, ja, okay, wir können uns eine Ruhepause gegen die Bayern, Köln muss nochmal irgendwie jetzt alles rausgeholt werden, dann eine kleine Pause gönnen gegen die Bayern und dann weitermachen. Das war jetzt natürlich ein Witz, ja, gegen die Bayern wird keine Pause gegönnt, die Bayern werden vernichtet, ja, so wie Hoffenheim es gemacht hat, ja. Aber ja, ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass ich es nicht verstehe, wie dann halt Spieler nicht fit sein können. Ja, wird er anders trainiert, wird er weniger trainiert, wird er schlechter trainiert in diesen Ländern? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wenn der aus was weiß ich, woher kommt, ja, Timbuktu, das weiß ich, wie das Training ist, aber in Italien kann man auch davon ausgehen, dass das ein gutes Training ist. Warum soll der nicht fit sein? Wenn er nicht gerade aus einer Verletzung kommt, ja. Erklärt es mir, liebe Leute, erklärt es mir. Was sagt ihr jetzt? Ache fällt aus. Blöd, natürlich blöd, ja. Hat auch schon seine Minuten gemacht in der Liga. Hätte man weiter ranführen können und so Step by Step in das Spiel einbinden, dass es auch wichtig wird für die Mannschaft. Ja, wird irgendwann mal wichtig werden für die Mannschaft, bin ich fest überzeugt. Ja. Aber jetzt aufgrund dieser sinnlosen Nations League Freundschaftsländerspielen, was so scheiße das ist, Verletzung. Ja. Wir können froh sein, dass sich die anderen nicht verletzt haben. Silva hat auch gespielt. Oder ist Nationalspieler und sowas. Ja. Ja, keine Ahnung, bin da nicht so hinterher. So, also ich finde das sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr nervig, diese Länderspiele. Die nerven mich einfach nur. Und wir werden jetzt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ragnar Ache, alles Gute, gute Besserung, ja. Komm schnell wieder zurück, Eintracht Frankfurt braucht dich, ja. Ansonsten werden wir uns jetzt so Step by Step auf das Spiel gegen Köln vorbereiten und dann werden wir sehen, ja. Was sagt ihr zu dieser ganzen Thematik, ja? Ich finde es eine Katastrophe. Ich muss jetzt los, liebe Leute. Haut rein, ciao, ciao, alles wird gut. Ihr wisst, ihr müsst einfach irgendwas kommentieren, irgendwas liken, alles hier liken und abonnieren, so damit dieser Algorithmus, ihr wisst, diese YouTube, das nervt mich, aber es muss sein, ja. Also haut rein, ciao, ciao, alles wird gut.